Willkommen zu Baxianisches Gehöft. Was auch immer das heißen soll. Ich weiß nur, dass der Bluthund am Ende wartet, der Blutsauger. Und ich bereue es jetzt schon, dass ich das Level gestartet habe. War kein leichtes. Ich hoffe, dass die Shotgun jetzt wirklich so gut ist, wie sie sein sollte. Und ich habe jetzt schon meinen Faden verloren, was ich sagen wollte. Sie sollte nach einer Ausweichrolle extra Schaden machen. Und der erste Schuss macht extra Schaden. Und dann haben wir noch dies Singularitätskugeln. Hopp, raus hier. Wow. Ja, gehen wir mal da Schaden machen. Oh, au. Also bis jetzt bin ich nicht so begeistert von meinen Upgrades. Und die Konzentration ist auch schon am Maximum, wie man merkt vielleicht. Also die ist noch immer am besten, die vollautomatische. Mit den Claymore-Granaten, die zum Schluss runterkommen. Aber jetzt kann ich genug Ausweichrollen machen. Naja. Falsche Fähigkeit jetzt. Was kommt? Was kommt jetzt? Oh ja. Just keep on rolling, 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 rolling. Das war jetzt nicht so besonders stark. Mach mal schön Granatenschaden bei dem. Sehr schön. Da ist der gescheite Granatenschaden da. Den kleinen machen wir weg. Granatenschaden. Ja, geht so. Okay, komm, lass mich teleportieren doch. Wow. Ein paar Schüsse verschwendet, aber die Heilung war es wert. Diesmal nicht. Was ist das denn? Vogel? Nein! Erzfeinde. Oh, hat mir zum Klitschen gebracht. Auch nicht getötet. Immer schön im Kreis rennen bei Vögeln. Die Singularitätskugeln kommen gerade nicht so raus. Ah, ich habe wieder weggeglitscht. Meine Spezialfähigkeit. Was kann ich gut? Gegner zum Glitschen bringen. Aus teleportieren. Sehr schön. Machen wir noch einen großen da. Bin dabei eh geschützt. Ab, er hat sich befreien können. Singularität? Nein. Wäre jetzt sehr willkommen gewesen. Ist ein Vogel da?
Ich hab ganz down, habe ich ihn. Den großen noch. Jawohl. Huh, weiter geht's. Ah. Das war schon anstrengend für die Augen. Und ausgetrocknet bin ich auch. Boom. Ah. Oh, ey. Ich glaube, ich erinnere mich. Ein Soldatenlevel. In der Kampagne hat mir dieses Setup immer sehr gut getaugt. Darf nicht rollen vergessen. Und das sind schon auch schon Poster. Oh, der wird gleich niedergranatiert. Da ist der Weg raus. Ich glaube, der hat meinen Schuss abzumpiert. Was haben wir hier? Ah, je. Den machen wir gleich ganz weg. Ganz wichtig. Mal ein bisschen aus dem Dünnen die Herde. Uah. Das war nichts. Das war was. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das Schaden gemacht hat, aber jetzt habe ich gleich wieder alle Fähigkeiten. Den schaffen wir vielleicht. Nö. Habe ich ihn wieder unterbrochen? Glaube ich auch nicht. Ja, sehr schön. So, wo ist der letzte Typ? Ausweichrolle. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob das wirklich extra Schaden macht. Hab grad nicht so das Gefühl, dass ich da gut geskillt habe. Und die Singularität kommt auch selten gerade raus. Schau. Nee. Da ist sie. Wow, cool. Da geht's jetzt schon mal ab. Wow. Wow! Komm schon. Oh. Und da ist Boss. Jetzt lass die Kleinen weg. Okay, okay. Alle Jungs. Wirklich? Oh ja. Yeah. Au. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Und dann kommt Big Daddy auch noch. Wirklich, ach komm schon. Oh, das hilft jetzt aber gar nichts.
Ich hab dir etwas geholfen. Nee, schaut auch nichts aus. Ah, endlich. Wo bist du? Oh, gutes Ziel. Oh. Ich hoffe, dass nicht noch eine Welle nachkommt. Erfahrung sagt ja. Ja. Vielleicht muss ich wirklich ausweichen, dass die Ausweichsrolle was macht. Ich hoffe, das hat diesmal ein bisschen Schaden gemacht. Vielleicht gehen wir doch zurück Muni holen. Komm nicht darauf wieder. Oi. Komm ich. Interessant. Dass ich kann zurückflüchten. Einen Popschatz machen. Vielleicht war das nicht die beste Idee, aber gehen wir mal reinzupfen. Okay. Wo ist er hin? Darauf. Ich warte noch aufs Teleportieren. So. Hinter mir wieder. Komm rein zu mir. Ah, da haben wir noch Bosses. Bosses hinten. Aber er hat sich nicht durchgetraut. Langsamer deswegen. Ein Schadenunterschied gemacht. Ich glaube ein bisschen was. Ist gleich egal, wenn er tot ist. Vielleicht nicht die beste Taktik gewesen. Ah, passt schon. Machen wir auf Nummer sicher. Jetzt habe ich keine Lust zum Sterben. Und dann haben wir die Kleinen noch überall. Oh, weitere Bosse, sehr schön. Genau, was ich sehen will. Kannst du verrecken, bitte? Ah, das ist der Boss. Ah, okay. Mich mit dem Gift getroffen. Aber das hat er. Wow. Danke für den Teleport. War vielleicht echt hilfreich. Oh. Keine Ahnung, ob das was gemacht hat, aber Flucht. Oh, zurück zur Muni. Was kommt hier nach? Die stürmen nicht scheit, die Bosse da. Hallo. Das war's mit dir auch schon. So. Ich hoffe, dass ich da mal durchpushen kann.
Ja, ich glaube, da habe ich falsch reingesteckt. Probieren wir mal das SMG stattdessen aus. Ich glaube, jetzt kann es schon sein, dass der Blutsauger kommt. Das neue SMG. Auch die gleichen Fähigkeiten drauf gehabt. Was vielleicht nicht die beste Wahl war. Vielleicht, mal schauen. Vielleicht ist es ja genau mit SMGs OP. Ist das der Brunnen schon? Ja. Bluthundfight. Oh. Ach komm, lass mich einfach weglaufen. Ich freue mich schon. Ja. Well done, you found a pot. You're gonna give me a hard time for it, aren't you? Das wird er ganz bestimmt. Ja, kommt schon. Er frisst schon Granaten. Oh je, ja, ich kann von Runden runden rennen. Okay. Oh je, oh je, oh je. Lauf, 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 lauf. Lass uns salben. Das wäre vielleicht gut gewesen zu wissen. Ja, Mist. Nee, weg mit dir. Ich weiß gar nicht, was der andere Effekt ist der Waffe. Ich glaube, Blutung. Nix da. Ah, diesmal erwischt er mich. Wupp. Wupp. Ich hasse, dass dieses Endgame-Ding kein Checkpoints hat. Ein Checkpoint-System. Wo war die Muni hier? Richtiger Zeitpunkt vielleicht zum Holen. Ich glaube, das ist im Gärbe schon mal schlechter gewählt. Oh, das war Zeitschaden. Und gleich nochmal auf den Kopf. Ich glaube, er haut gleich ab. Ich glaube, er hat nochmal eine Wegrennrunde. Außer ich habe ihn rausgehackt aus der Situation. Läuft besser als erwartet, muss ich sagen. Zum Muni gekommen. Oh ja, er hat zwei Phasen. Ich sehe es gerade. Das ist erst die erste Phase. Das ist erst die erste Phase. Oh nein, jetzt geht's wieder rund. Vögel, Vögel. Wo ist er hin, der Vogel? Oder waren das nur kleine Vögel? Einmal mal Schaden anrichten da um der Munikiste herum. Ich gleich Muni nehme, wenn es dann wieder so weit ist, dass der Große kommt. Der Blutsauger. Das ist die Taktik.
Kreiserennen und Blutsauger rum. Oh, okay, sowas haben wir auch da. Drei davon, warum nicht? Und der Blutsauger ist auch da, wow. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Sollte mich auf die Großen konzentrieren. Oh, vielleicht werde ich es nicht schaffen, Molinem. Alles geschafft? Nein. Definitiv nicht. Oh, habe ich wieder reingeklitscht. Habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Das einzige Weg. Bulli, schnell. Jetzt geht sich's aus. Gott so. Oh je, wow. Oh je, oh je, das war ein schlechter Jump in die Tote vielleicht hinein. Komm, einen mach mal weg. Jetzt sieht gerade noch aus. Okay. Oh, ich hasse diesen Endboss-Fight. Granatenschaden. Richtig teleportiert. Granatenschaden wieder. Und rein teleportieren in seinen Tod. Was ist jetzt? Was haben wir jetzt, Kleine? Noch kein Blutsauger. Machen wir wieder die Granatenschadenrunde. Sollte wahrscheinlich dann gleich mal Muni nehmen. Was haben wir für einen Boss da? Wer ist es? Sowas. Zwei von denen. Warum nicht? Mach mal die weg. Sonst hupfen mich die an zu viel. Das. Hat das nicht hinbekommen. Gerade noch raus. Ich muss nicht auf den Spezialding gehen. Der Blutsauger rauskommt, wenn ich da auf den Typen gehe. Er ist am nächsten bei der Muni. Danke. Ich hole mir den gleich.
Oh, der andere kommt direkt neben. Das ist gut, kriegt Granatenschaden. Und dann kriegt er auf Kopf. Ah. Ja, man langsam an. Den Zeigerfinger tut schon weh, vor kurzer Zeit Shotgun drücken. Okay. Er ist da. Weg mit meiner Muni. Oh. Was zum Teufel? Was wollt ihr von mir gerade? Sterben, sterben, ja. Alter. Die Perücke ist wieder weg. Nee. Nee. Okay. Ah.